Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. Meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben Freitagnacht. Freitagnacht ist eine offene Themennacht. Ihr könnt euch gerne bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Heute war im Kölner Stadtanzeiger eine große Anzeige zu lesen. Und in dieser Anzeige steht: Wir Kölner Demokratinnen und Demokraten protestieren gegen den Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan in unserer Stadt am 24. Mai. Ein Politiker, der in seinem eigenen Land die demokratischen Grundrechte mit Füßen tritt, missbraucht unsere weltoffene Stadt Köln für seine politischen Ziele, die wir nicht teilen wollen. Unterschrieben haben diesen Aufruf sehr viele prominente und auch nicht prominente Türken oder türkischstämmige Menschen und auch Deutsche und auch unter anderem die ehemalige Bundestagsabgeordnete Lale Akün. Ich möchte mit euch gerne auch über dieses Thema sprechen. Was haltet ihr davon, dass der türkische Ministerpräsident hier nach Köln kommt und eine Rede halten will in der Arena, in der Kölner Arena, in der Lanxess Arena? Findet ihr es gut oder seid ihr der Auffassung, so einer könnte eigentlich zu Hause bleiben und den wollen wir hier gar nicht haben? Also freie Themennacht und wir können uns sehr gerne auch über dieses Thema unterhalten. Erster Anrufer heute Nacht ist André und André ist 23. Hallo André. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Ja, soweit schon. Okay. Ich hoffe bei dir auch. Ja, natürlich. Also ich melde mich bezüglich des Themas Ritalin und Abschlussprüfung. Ah, das hatten wir Anfang der Woche. Genau, das habe ich verfolgt gehabt. Und die erste Anruferin, die hat das meiner Meinung nach ein wenig verharmlost. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt sie war. Sie war 17 Jahre alt. Ja. Ich kann es vielleicht nochmal kurz sagen. Ich hätte jetzt gedacht 20, Gott. Nee, 17 oder 18 war sie. Und sie machte gerade Abitur. Genau. Und erzählte, dass sie jetzt in der Abiturphase Ritalin genommen hat. Genau. Und nur so glaubt, dass sie wirklich ein gutes Abitur schafft und ja, so leistungsfähig sein kann, wie man es von ihr in der Gesellschaft erwartet. Genau. Und an alle Zuhörer da draußen, ich möchte, dass ihr das Gespräch hier als eine Warnung seht und nicht als irgendeine Motivation oder sonst was. Das ist sehr schön gesagt, aber ich glaube, das haben wir auch schon während der Sendung gesagt. Hast du denn selbst, André, Erfahrungen mit Ritalin? Mit Ritalin nicht direkt, aber mit Aufputschmitteln. Und inwiefern? Ich vergleiche Ritalin mal mit Amphetamin, kann man schon damit vergleichen, finde ich. Man kann es in gewisser Weise auch mit Kokain vergleichen. Genau, weil es aufputscht und es wird alles angeregt und man nimmt mehr auf. Mhm. Klar ist Amphetamin bestimmt ein bisschen stärker, weil die Halbwertszeit auf jeden Fall bestimmt länger ist als bei so einem verschreibungspflichtigen Medikament. Aber meine Grundaussage, was ich eigentlich sagen wollte, ich bringe es einfach mal direkt auf den Punkt. Ja, ich habe Erfahrungen damit gemacht und ich habe es auch mit 17 ungefähr gemacht, kann man so sagen. Wenn ich mich nicht irre, war ich da auch ungefähr so in dem Alter, während der Abschlussprüfung. Und ich habe es auch benutzt. Ah, du hast es ja. Du hast es nicht zum Spaß, zur Party, sondern auch, für... Auch, da hatte ich damit schon Erfahrung, genau. Aber auch zur Leistungssteigerung während deiner Prüfung genommen. Genau, richtig. Was für eine Prüfung, Abiturprüfung? Kann man so sagen, ja. Nicht kann man so sagen, das ist so eine Abschlussprüfung. Ja. Da sind sehr zeitintensiv zum Lernen und auch während der Prüfung zu schreiben. Erzähl mal, wie du das konsumiert hast damals und wie es gewirkt hat. Ja, wie man das konsumiert. Man schnupft es in der Regel. Und wie wirkt es? Ja, es wirkt auf jeden Fall irgendwo bewusstseinserweitert und auf jeden Fall spürt man eine maximale Leistungssteigerung. So wie man das bei Ritalin auch sagt. Bestimmt. Dass die Leute sehr konzentriert, wie mit einem Tunnelblick auf ihre Arbeit schauen und das durchziehen, nicht schlafen müssen, präsent sind und so weiter. Richtig. So war es bei dir auch? So war es bei mir auch, genau. So wie sie schon sagte, man kann einfach sein Handy beiseite legen und ist total fokussiert. Mhm. Genau, was ich eigentlich sagen möchte, ist, vor allen Dingen in jungen Jahren, mir war es damals auch nicht bewusst.
in was man sich da eigentlich hineinwagt. Klar, in den jungen Jahren habe ich mir auch immer gesagt, du, ich weiß alles, was braucht ihr mir zu erzählen? Ich habe auch viel im Internet recherchiert, aber Folgeschäden bekommst du erst 6 Jahre später mit. Ja, kurze Frage, ehe wir zu den Folgeschäden kommen. Ja. Wie gut ist das Abitur denn ausgefallen? Für meine Verhältnisse sehr gut. Nämlich? So im Zweierbereich. Okay. Im guten, im unteren Zweierbereich. Und du meinst, wenn du das nicht genommen hättest, wärst du wohin? Ach du Domian, da weiß ich gar nicht, ob ich mich da überhaupt richtig für motiviert hätte, um ehrlich zu sein. So. Ich weiß, dass ich das brauchte. Jetzt kommen wir zu den Folgeschäden. Ja genau, das sieht halt so aus. Man kann sich das so vorstellen, wenn man schon in jungen Jahren anfängt, so mit sowas rumzuhantieren und sich denkt, ja, das ist jetzt eine einmalige Sache, später mache ich das nicht. So funktioniert unser Gehirn nicht. Mhm. Es funktioniert frei nach dem Prinzip never change a winning team. Mhm. Also wenn etwas wirklich funktioniert, dann wird das Gehirn darauf zurückgreifen. Macht man das weiter und hat auch Angst, das nicht zu schaffen, irgendetwas, wenn man das dann nicht nimmt? Genau, ich weiß jetzt nicht, ob man nicht Angst hat, es nicht zu schaffen, aber man weiß auf jeden Fall, wenn ich es mache, rock ich es. Ja. So, jetzt sind einige Jahre bei dir vergangen. Nimmst du es heute immer noch? Ja. Ja? Ja, siehst du mal. Das heißt, du bist abhängig von Amphetamin? Abhängig von Amphetamin klingt sehr grässlich. Ich würde sagen, dass ich die Droge für gewisse Zwecke dann missbrauche. Mhm. So sehe ich das. Eigentlich hatte ich gerade deinen Anruf so aufgefasst als Warnung, aber... Ja, genau. Ja, das ist es ja eben. Das meine ich. Darauf möchte ich den Kreis wieder schließen. Ja? In den jungen Jahren merkt sich das Gehirn, worauf es reagiert. Mhm. Es ist sehr unnatürlich, sich mit Substanzen zu bereichern, um dann gewisse Aufgaben zu schaffen. So funktioniert das Gehirn nicht. Man belohnt sich einfach sehr falsch. Das ist mir schon klar. Warum verbietest du es dir nicht? Es ist nicht so, dass ich das jetzt bei Prüfungen oder so benutze. Wo benutzt sondern du? Sondern in gewissen Situationen, wo extreme Seriosität abverlangt wird, man sagen. Zum Beispiel. In deinem Leben jetzt? Zum Beispiel in meinem Leben, um es nicht zu stark zu konkretisieren, zum Beispiel bei einem extrem wichtigen Meeting. Ja? Was heißt Meeting? Was machst du denn vom Beruf mittlerweile? Oder studierst du? Ich studiere noch, ich befinde mich gerade im Studium. Was studierst du? Ich mache da was, worauf ich gerade nicht näher eingehen möchte. Ja? Also eher naturwissenschaftlich, Geisteswissenschaften? Es hat einen kreativen Anspruch und auch einen kaufmännischen Anspruch. Okay. Ja, und da gibt es halt manchmal Situationen, wo extreme Seriosität abverlangt wird, bei Meetings oder wirklich wichtigen Präsentationen. Da benutzt man das natürlich schon. So. Und das ist, finde ich, ich schäme mich dafür. Ich finde das scheiße so. Ich würde mich an der Stelle auch dafür schämen. Einmal, weil du und deinem Leben dir Schlechtes tust. Genau. Dann muss man ja auch immer noch so eine moralische Komponente sehen. Natürlich. Beim Sport, beim Doping. Das wird geächtet. Da sind wir alle empört, wenn Jan Ulrich oder wer auch immer die ganzen Radprofis das sich reingezogen haben. Ja. Die Chancengleichheit ist ja nicht gewahrt, wenn du das nimmst und dein Mitkommiliton das nicht nimmt. Richtig, natürlich weiß ich das. Eigentlich müsste es Dopingkontrollen an den Universitäten geben. Das müsste es wirklich mal geben, da wäre ich auch mal gespannt, wie das wohl ausfällt, weil ich mir vorstellen kann, zum Beispiel jemand, der Jura studiert, jemand, der Medizin studiert, die 17-jährige Dame, die wollte hier Politologie studieren. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dort der Druck vielleicht noch ein Ticken höher ist als bei mir. Mhm. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass gewisse Banker und gewisse Anwälte heutzutage, ja, 2014, auch immer noch sowas nehmen. Bin ich auch. Genau sogar zu den Anlässen, wie es leider manchmal bei mir passiert. So. Ja, aber, bei Meetings und so. Aber das ist ja das Schlimme, dass man diese Erwartungs- und Leistungsspirale, in der wir drinstecken, eben nicht durchbricht, indem man sagt, das mache ich nicht mit, sondern man macht mit und schadet sich letztendlich langfristig enorm damit. Genau, das ist es ja so. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das war mir in jungen Jahren nicht bewusst. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich das wirklich immer mache. Wirklich, gar nicht. Wie viel konsumierst du denn so pro Woche? Gar nicht. Also wann konkret? Nur bei solchen Anlässen? So, wenn es hochkommt, 3-4 Mal im Jahr. Ja. Einmal im Quartal quasi. Kann man so sagen, könnte kann man ich, so. Kann ich fast schwer glauben, wenn du kennst... Nee, das ist wirklich so. Also wir kannten aufs Herz, wenn ich höre dich seit so vielen Jahren, du glaub mal, ich kenne dich schon 10 Jahre okay. ungefähr. Ja, ich versichere dir, ich mache sowas nicht, ich mag diese Droge auch nicht. Ja. Es hat sehr, sehr viele Nebenwirkungen. Ja. Mir macht das keinen Spaß. Stichwort, bevor ich das noch frage mit den Nebenwirkungen, wie besorgst du dir das Zeug? Und wo? Ein Freund.
Also über 1000 Ecken Drogendealer. Nee, nicht ja, ja, nenn also, es, wie du willst. Man hängt dann halb in der Kriminalität auch drin. Das kommt auch noch hinzu. Ja, das ist ein Freund, der das dann macht. So wie bei ihr auch der Freund, wo sie dann verpackte Arzneimittel bekommt, bekomme ich das halt so. Okay, Nebenwirkungen. Ja, genau. Nebenwirkungen sind natürlich, also mal davon abgesehen, dass man sein Gehirn total umstrukturiert, ja, und es ihm klar macht, ja, du schau mal, wenn du das nimmst, ist die maximale Steigerung vorhanden, aber alleine durch Disziplin ist es etwas sehr Schweres, ja, weil jeder von uns im Leben hat das schon mal miterlebt. Disziplin ist sehr wichtig im Leben und auch sehr schwer zu erlernen, ja. Und da hat über die Jahre da wurde was umgepolt bei mir. Ich merke es ja selbst so. Das heißt, du kannst aufgrund dieser Droge gar nicht mehr eigendiszipliniert handeln. Genau. So, aber so André, du scheinst ja viel darüber reflektiert zu haben. Natürlich. Jetzt sind einige auch vergangen. Warum ziehst du denn nicht die Notbremse und sagst Schluss damit? Du bist in dieser Spirale drin. Genau. Und noch ein Meeting und noch ein Anlass und noch eine Prüfung. Also ich habe mir über die Jahre schon so angewöhnt, so auch mal einfach Nein zu sagen. So. Ja. Ganz wichtig, habe ich über die Jahre gelernt. So. Weißt du, wie das weitergeht? Du ziehst dein Studium durch, du machst das immer und immer und immer wieder, zu wichtigen Anlässen, wie du sagst, dann hast du irgendwann einen tollen Job und da ist der Leistungsdruck noch größer und dann machst du es auch immer wieder und immer wieder. Echt, ey, das ist mir auch schon mal durch den Kopf gegangen. So wie gesagt, es sind 3-4 Mal im Jahr. Ich hoffe mal, dass es irgendwann auch mal gar nicht mehr so ist. Mit Hoffen geht das nicht, das musst du entscheiden. Ich werde dafür sorgen, dass es irgendwann nicht mehr so ist, Domian. So, das ist ein ganz Wort. Ehrlich, natürlich werde ich dafür sorgen. Ich bin mir über die Jahre bewusst geworden, dass das wirklich scheiße ist, dass mir das auch gar nicht gepasst hat. Ja, ich habe gemerkt, dass sich da was verändert hat. Und es ist natürlich, auch wenn ich jetzt nur sage, es sind nur 3-4 Mal, ja, es wird trotzdem gemacht. Und natürlich mit dem zunehmenden Alter fällt das irgendwann komplett weg. So wie natürlich jegliche Drogen. So, ne? Irgendwann fällt das komplett weg. Das weiß ich. Ich weiß das. Ich kenne mich. Ja. Ich weiß, dass das irgendwann, wenn es jetzt schon bei 3-4 Mal ist, kann ich auch irgendwann sagen, nein. Okay. Also, dann nehme ich deinen Anruf mal, obwohl du es selbst noch konsumierst, dennoch als Warnung auf. Du hast es ja auch verstanden. Ja, klar. Dass das mit Sicherheit der falsche Weg ist. Und wenn der Leistungsdruck noch so groß ist, das ist egal. Es geht um die eigene Gesundheit und es geht darum, sich auch fair den anderen Menschen gegenüber zu verhalten. Ja, sicher, das ist immer so eine moralische Frage. Ja, das ist jeder Mensch hat ja andere Moral. Genau, das muss jeder für sich sehen. Wertvorstellung, genau. Ja. Aber jeder sollte sich die Frage mal selber stellen. Nein, man möchte nicht von irgendetwas abhängig sein. Man möchte eine starke Persönlichkeit haben, dass die Disziplin von einem selbst kommt, dass man die Dinge mit Leidenschaft macht. Ich mache die Dinge auch mit Leidenschaft. Ja. Nur leider manchmal weiß ich, den Druck kann ich mir so wirklich, ich nehme mir den Druck so. Ja. So, und weil das Gehirn das weiß, es ist ein Teufelskreis, Marc. Ja. Und ich wünsche dir, dass du diesen Teufelskreis irgendwann durchbrechen wirst, André. Danke für deine offenen Worte, dass du so klar darüber gesprochen hast. Und ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Danke, Domian, dir auch. Dankeschön. Ciao, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, freie Themennacht heute. Und ich habe aufgerufen dazu, was ihr dazu denkt, dass der türkische Ministerpräsident Erdogan hier in Köln spricht. Wollen wir ihn haben? Oder wäre es uns wohler, wenn der gar nicht hier auftaucht, nach dem, was der in seinem Land alles so angerichtet hat? Und es gibt ja so viele türkische Vereine in Deutschland, die auch sagen, nein, wir wollen den gar nicht hier sprechen hören. Der soll sich mal um das Grubenunglück kümmern und um die Pressefreiheit in seinem Land und so weiter und so weiter. Michelle, 20 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Michelle, schön, dass du da bist. Über was reden wir beide? Also es geht darum, mein Mann, der hat eine starke Spielsucht. Und wir haben jetzt einen 10 Monaten alten Sohn und ich leide sehr darunter. Das kann ich mir gut vorstellen. Wie lange seid ihr beiden zusammen schon? Also wir sind seit 2 Jahren circa verheiratet jetzt. Ja. Und seit 3 Jahren kenne ich ihn jetzt schon. Ja, und wie lange ist er schon spielsüchtig? Also insgesamt schon seit 10 Jahren. Wie alt ist er denn? Er wird jetzt 30. Mhm. Das heißt, du kennst den gar nicht anders. Genau, ich kenne ihn gar nicht anders. Also es kam nach der Hochzeit aber erst raus, dass er eine Spielsucht hat. Also vorher wusste ich das noch gar nicht. Wie kam das raus? Also er ist ab und zu halt mit einem Kollegen halt in der Spielhalle reingegangen. Und irgendwann mal sind wir zu seiner Mutter gefahren. Und dann saßen wir da und dann hatte die Mutter zu ihm halt gesagt, ja, das geht nicht mehr so weiter. Die hatten darüber gesprochen. Und irgendwann kam das dann halt, wurde mir das dann halt bewusst, dass er halt eine Spielsucht hat. Dann hat er mir das auch erklärt gehabt und erzählt.
dass er schon seit 10 Jahren darunter leidet, dass er auch eine Therapie machen möchte. Aber was? Er ist auch momentan in der Therapie. Wenn ich du, wenn ich du gewesen wäre, wäre ich auf den absolut sauer gewesen. Wieso sagt der dir das als seine Freundin nicht vor der Heirat? Ja, das habe ich mich auch gefragt, ne? Also, das hatte ich mich auch gefragt und hatte halt auch mit denen viele Diskussionen darüber. Mhm. Das Problem war auch, die Miete wurde halt irgendwann nicht mehr gezahlt. Mhm. Ich hatte keinen Strom, bin zu meiner Mutter für 3 Monate gezogen. Ach, ich war hochschwanger. Ach du je. Wir hatten zusammen ein Konto halt und dann habe ich Mahnungen bekommen. Mhm. Und wie ist das im Moment mit der finanziellen Situation bei euch? Also momentan, jetzt habe ich ein eigenes Konto gemacht, dass er gar nicht mehr an das Geld rankommt. Mhm. So dass ich nur ich die Vollmacht darüber habe. Mhm. Geht er denn arbeiten auch noch? Nee, momentan nicht. Und woher nimmt er das Geld, was er verspielt? Er leiht es sich ab und zu vom Kollegen halt. Und dieses Konto. Und dann stehen die beim. Ja, und dieses Konto, über das du die Vollmacht hast, was für, du kannst ja vermutlich im Moment auch nicht arbeiten, du hast ein kleines Kind. Genau. Welches Geld fließt auf dieses Konto? Vom Amt. Achso, vom Amt. Und gut, okay, und genau. Da kann er schon mal nicht ran, dass du dich und das Kind gut versorgen kannst. Genau, da kann er jetzt gar nicht mehr ran. Es sei denn, ich habe zum Beispiel jetzt mein Portemonnaie Geld und er findet mein Portemonnaie und nimmt es mir raus. Das tut er manchmal. Also es gab schon, also es hat er schon getan, jetzt momentan nicht mehr. Mhm. Er wartet auch jetzt momentan auf einen Therapieplatz. Er hat sich da angemeldet gehabt. Ja. Wie viel Schulden hat er eigentlich? Also insgesamt, er alleine jetzt in den ganzen Jahren 100.000. 100.000 Euro? Hat also jetzt, wo ich auch noch nicht mit ihm zusammen war. 100.000 Euro. Bei wem hat er die Schulden? Also bei Familie, Kollegen. Er hat sich dann halt Sachen bestellt mal gehabt, weiter dann halt verkauft, ne? Aber stehen die Kollegen halt da nicht bei euch? Ja, ja, natürlich, ne? Es gab schon einen Vorfall, wo der Kollege halt hier vor der Tür kam und sagte zu mir, ja, ich brauche jetzt meine 400 Euro. Mhm. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht geben. Aber sag mal, 100.000 Euro bei Kollegen und Verwandten, das kann doch gar nicht sein. Das ist ja eine riesige Summe. Wenn ja, natürlich. Er hat sich auch Kredit mal genommen gehabt, ne? Sag ich ja, wie gesagt, Sachen bestellt, weiterverkauft, mhm. halt wie gesagt, dass er halt an Geld rankommt, mhm. ne? Um diese Sucht halt zu befriedigen, die er hat. Er hat ja auch, am PC ist er auch von morgens bis abends. Und spielt da auch? Genau. Mhm. Du sagst, er hat jetzt einen Therapieplatz beantragt. Genau, er wartet jetzt, bis er halt einen freien Platz da bekommt. Hat er das schon mal gemacht in all den Jahren? Abulant, ne? Also halt so Gespräche halt geführt hatte er. Mhm. Aber jetzt ist ein richtiger, in einer Klinik ein Platz im Gespräch. Genau, der hatte gesagt, so Juli, Juni wird er da reinkommen. Okay, das ist ja jetzt absehbar, das ist ja nicht mehr so lange dann. Genau. Wie hat das, welche Auswirkungen hat diese Spielsucht auf eure Ehe und euer Zusammenleben? Also das Problem ist, ich leide momentan unter Depression, also das heißt unter Panikzuständen. Mhm. Ich konnte jetzt ein paar Monate nicht vor der Haustür gehen, nicht normal einkaufen gehen, gar nichts. Also der Stress hat mich natürlich ziemlich mitgenommen. Und ich habe ja auch noch einen Sohn und er hat auch noch eine 4-jährige ach so, alte Tochter. Achso, neben dem kleinen Kind gibt es noch ein Kind von. Genau, hast du? Mit der anderen, also mit seiner Ex-Freundin. Ja. Und, du hast aber auch noch ein Kind. Genau, mit ihm habe ich auch ein Kind. Also es gibt 10 Monate. Ja, genau. Und wie lebt er in der Familie nur mit diesem kleinen Kind? Genau, aber er holt seine Tochter auch hier hin. Also okay. Um die Tochter kümmert er sich auch. Mhm. Okay. Mhm. So, jetzt sagst du hast Depressionen und dir geht es nicht gut. Du hast Angstzustände oder vielleicht sogar eine Angsterkrankung. Streitet ihr auch oft miteinander? Ja klar, ne, wenn es halt, weil er auch oft am PC ist und nicht zu dem mal sagt, kannst du mal bitte was anderes machen halt und dann streiten wir uns, geht er direkt zum Kollege und zockt da weiter. Mhm. Hat der eigentlich mal was Gescheites gelernt oder einen Schulabschluss? Ja, er hat Schreiner gelernt. Ah ja, immerhin. Und wie lange war er in dem Beruf drin? Ich glaube, nur die Ausbildung hat er zu Ende gemacht. Das ist nicht viel. Das ist nee, nicht viel. Das wird, glaube ich, 3 Jahre gewesen. Und dann hing er ab und hat weiter gespielt und gespielt und gespielt. Genau, da hat er halt angefangen mit der Spielsucht irgendwann und dann halt nur. Glaubst du ihm denn, dass er es jetzt ernst meint mit der Therapie?
Also ich hoffe es. Ich liebe ihn, ne? Also ich liebe ihn von ganzem Herzen und ich wünsche mir, dass es besser wird. Um Hoffen geht's nicht. Ich hoffe es auch. Glaubst du es? Ich glaube an ihn. Mhm. Also ich stehe ihm auch bei. Ich helfe ihm gerne, wo ich kann. Also Ich denke, er wird es schaffen. Ich glaube, es ist in diesem Fall genauso wie bei allen anderen Süchten auch, Michelle, dass man als Angehöriger durchaus das Recht hat, auch eine gewisse Härte zu zeigen. Mhm. Manchmal besteht die Hilfe darin, indem man hart ist. Ich finde, der Kerl hat eine Verantwortung zu tragen. Der hat ein kleines Kind, der hat eine junge Frau. Der hat die junge Frau zunächst belogen und hat ihr quasi mit seine Schulden aufgebürdet. Die hat er mit in die Ehe gebracht. Das ist schon eine ganze Menge Stoff, die auf seinen Schultern liegt. Mhm. Der muss sich jetzt am Riemen reißen. Und wenn der jetzt einen Rückzieher macht oder wenn er wieder rückfällig wird nach der Klinik, finde ich, hast du auch das Recht, Konsequenzen daraus zu ziehen. Steh ihm nicht immer zu bei. In dem Moment, wo der merkt, naja, die steht so an meiner Seite, die steckt mir vielleicht sogar noch was zu, dann bist du mitgefangen in dieser Sucht. Ja, das habe ich auch zu ihm gesagt. Ich sagte, der wird jetzt 30. Eben. Und ich habe mir gedacht, wenn er das dann irgendwann nicht begriffen hat jetzt, dann wann dann? So sehe ich auch. Wenn er 40, 50 ist, dann ist er ja irgendwann... Genau. Und Michelle, nimm ernst deine eigenen seelischen Befindlichkeiten. Dir geht es nicht gut. Dir geht es mit Sicherheit nicht gut, weil die familiäre Situation so schwer belastet ist. Also da denke auch an dich, an deine Gesundheit und letztendlich dann auch an dein Kind. Irgendwann bist du und das Kind, ihr seid wichtiger als dein Ehemann. Ja, bist du denn, das sagt meine Mama auch immer. Ja. Bist du denn wegen deiner Beschwerden irgendwie in Behandlung bei irgendwem? Ja, also ich habe mit meiner Ärztin darüber gesprochen gehabt. Sie kam auch zu mir nach Hause, weil ich nicht zu der Arztpraxis reingehen konnte. Mhm. Hat mir dann halt so pflanzliche Mittel momentan gegeben gehabt. Die habe ich genommen, die haben aber nicht wirklich geholfen. Mhm. Und dann habe ich jetzt irgendwann gesagt gehabt, so geht das nicht weiter. Ich mache selber jetzt einen Klick, weil ich weiß eigentlich, dass es eine Einbildung ist. Mhm. Das ist eigentlich nichts, mir kann eigentlich nichts Schlimmes passieren. Und jetzt kämpfe ich momentan dagegen an. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so der ideale Weg ist im Moment für dich. Deswegen möchte ich gerne, dass meine Psychologin, die im Hintergrund hier arbeitet, auch noch ein paar Worte mit dir sprichst. Möchtest du das? Ja, klar, gerne. Ja, die Magdalena hat mitgehört und es kann ja nicht schaden. Vielleicht kann sie dir noch einen ganz guten fachlichen Ratschlag geben. Und so von meiner Seite aus nochmal, sei nicht zu nachgiebig. Gib ihm die Chance, das ist okay, das verstehe ich auch. Aber die Chance muss er jetzt nutzen. Wenn er die nicht nutzt, dann war es das. Genau, so sehe ich das auch. Ja, das musst du wirklich dann mit, ich meine, deine Mutter ist an deiner Seite, du hast auch Hilfe. Dann zieht es, dann zieht es gemeinsam auch durch. Auch allein wegen meiner Gesundheit, ne? Also ich kann mich nicht ewig da kaputt machen halt. Genau. Liebe Michelle, du legst bitte auf und du wirst von Magdalena, meiner Psychologin, zurückgerufen und dann habt ihr Zeit im Hintergrund zu reden, okay? Okay, dann bedanke ich mich. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Danke, tschüss. So, ihr Lieben. Ich möchte euch nochmal hinweisen auf unser Domian-Filmprojekt, von dem ich ja schon einige Male gesprochen habe. Es gibt demnächst einen Film über diese Sendung und wir suchen noch ein paar Leute. Wir suchen noch ein paar Leute von euch für dieses Projekt und zwar sehr besondere Fans dieser Sendung, die nachts immer oder zumindest sehr oft diese Sendung hören und dann auch bereit sind, sich für ein Interview zur Verfügung zu stellen für diesen Film. Und wir suchen insbesondere also Fans, die nachts arbeiten, und zwar Polizisten, Bäcker, Leute aus dem Security-Bereich oder auch Künstler, die irgendwie was Künstlerisches machen und nebenher das Radio oder den Fernseher laufen haben. Bitte schreibt an domian@wdr.de, Stichwort Film, und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. Domian Filmprojekt, domian@wdr.de. Wir suchen Polizisten, Bäcker, Security-Leute und Künstler. Wir freuen uns auf eure Mails. Es geht weiter mit Hans. Hans ist 64. Hallo Hans. Hallo? Ja, hallo. Ja, hallo. Ja. Hallo Hans. Hallo, ja, hallo Domian. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Ich habe die Sendung jetzt mehrmals verfolgt. Ja. Weil ich nicht mehr schlafen kann. Meine Frau ist mit 53 Jahren verstorben. Mhm. Wann ist deine Frau verstorben? Am 26.12.
13. Also noch gar nicht so lange her. Nein, und ich komme da nicht drüber weg. Ich bin schon in Behandlung, nehme auch Tabletten, aber ich habe es einfach nicht. Wie? Ich spiele jetzt immer mehr mit dem Gedanken, zu meiner Frau zu kommen. Wie lange warst du mit deiner Frau verheiratet? 30 Jahre verheiratet, 33 Jahre zusammen. Also waren wir zusammen. Wir waren nie ein Paar auseinander. Ist deine Frau plötzlich verstorben, Hans? Sie hatte Darmkrebs, ist operiert worden und war alles in Ordnung. Wir sind in Urlaub gefahren, wiedergekommen, war auch alles in Ordnung. Und dann 3 Wochen später hieß es, die Leber ist voll und Metastase. Und da gab es keine Rettung mehr? Wir haben alles versucht. Ja. Ich habe auch versucht, nach Berlin, ja, in die Charité zu kommen, ja, oder nach Frankfurt, und nach allen Befunden, die vorlagen, hieß es, hat keinen Zweck mehr. Warst du bei deiner Frau, als sie gestorben ist? Die ist bei mir im Arm gestorben. In einer Klinik oder zu Hause? Zu Hause. Warst du da alleine mit ihr zu Hause oder war noch jemand dabei? Da waren noch mehr Leute. Mein Bruder, mein Schwager, meine Schwägerin. Ja, also im Familienkreis, im engen Kreis. Ja. Habt ihr auch Kinder miteinander? Ja, ein Sohn. Ja. Wie ist das Verhältnis zum Sohn? Sehr gut. Sehr gut. Ja, er leidet auch darunter. Das glaube ich. Die Mutter ist immerhin gestorben. Gestorben. Ja. In den letzten Tagen, als deine Frau noch sprechen konnte und bei klarem Verstand war, hat sie etwas für dich noch gesagt? Hat sie dir so was auf dem Weg noch mitgegeben? Ja, ich sollte die Kinder, also mein Sohn und seine Freundin, hier im Haus lassen, dass ich nicht alleine wäre. Dass auf mich aufpassen müssen. Ja, sie meinte, du sollst die Kinder ins Haus lassen, also die sollen da einziehen, so meinst du das? Ja, ja, genau. Ist das jetzt auch geplant, das zu machen? Das ist schon. Ist schon. Ach, die wohnen mit dir in einem Haus? Ja, ja, die wohnen mit mir in einem Haus. Und funktioniert? Jein. Jein. Was? Wo hakt es denn so ein bisschen? Ja, ich habe noch so eine alte Einstellung. Ich bin 64. Ich habe gearbeitet immer und ich weiß nicht, die jungen Leute, die sehen alles leichter. Ja, gut, haben wir morgen frei und dies und das und da kommen schon mal Streitigkeiten auf. Ne? Aber das sind eigentlich Kleinigkeiten, ne? Ja, Kleinigkeiten, ja. Also nichts Gravierendes. Also, deine Frau hat gesagt, lass die Kinder ins Haus. Und ja. Hat sie noch was gesagt? Ja. Schwer zu sagen. Bitte? Es ist schwer zu sagen. Sie hat gesagt, was ich für sie die letzten 1,5 Jahre gemacht hätte. Das würde sie nie vergessen. Und sie würde mich immer beobachten. Das ist doch ein ganz toller Satz. Das ist doch ganz, 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 ganz hervorragend. Ein sehr schöner Satz ist das. Ich kann verstehen, dass du den kaum aussprechen kannst, weil dir die Tränen kommen. Ja. Das ging mir auch so. Aber es ist ein toller Satz, Hans. Und sie hat ja etwas ganz Entscheidendes gesagt. Sie hat dir erstmal gedankt für deine Liebe. Und sie hat gesagt, ich werde dich immer beobachten. Da steckt ja ein Wunsch hinter. Ich bin bei dir, heißt das. Ja, ich bin genau. Bei dir in deinem Leben, was du
was dir zur Verfügung steht an Leben noch. Da bin ich bei dir und beobachte dich, beschütze dich vielleicht, wie auch immer. Ja, wenn ich das wüsste. Ja, aber sie hat es schon mal so gesagt und gemeint. Ja, sie hat halt immer gesagt. Und die hat nicht zu dir gesagt, Hans, nimm Tabletten und komm hinterher. Das hat sie nicht gesagt. Nein. Siehst du? Siehst du? Sie hat einen Abschiedsbrief geschrieben. Was steht da drin Besonderes? Dass sie jede Stunde und jede Minute mich geliebt hat. Sie haben auch mich geliebt. Sag's mal nochmal, ich hab's nicht gut verstanden. Dass sie mich jede Stunde, jeden Tag und jede Minute geliebt hat. Dass sie dich, jede Stunde und jeden Tag so geliebt hat. Ja. Und es wäre. Wir waren beide 3 Jahre zusammen und sie würde keinen Tag freuen. Hans, was für ein Lebensglück hast du? Was für ein Lebensglück, dass du so eine schöne Beziehung hattest und dass deine Frau so etwas über dich schreibt. Weißt du, alle Menschen der Welt verstehen deinen tiefen, tiefen Schmerz, dass das jetzt zu Ende ist. Aber versuch mal, so ein klein wenig dem Schmerz entgegenzustellen, die Dankbarkeit, dass du so ein Leben hattest mit dieser Frau. Was für ein großes Glück du hattest. Und versuche das im Nachhinein nochmal wirklich mit Freude und Demut und Dankbarkeit so nochmal dir klar zu machen. Der Schmerz ist groß, das ist mir völlig klar. Aber ich, so wie ich jetzt nur durch diese wenigen Sätze deine Frau kennengelernt habe, würde die Frau natürlich auch sagen, na klar, es ist traurig, dass wir jetzt getrennt sind. Aber sie würde auch sagen, Hans, versuche noch das Beste aus deinem Leben zu machen. Das versuche auch noch. Das hat sie auch geschrieben. Siehst du? Versuche auch das Schöne noch zu sehen. Irgendwann wirst du auch das Schöne wieder sehen. Mein Gott, es ist ja erst ein halbes Jahr her. Ich habe immer noch, ich war durch die Krankheit meiner Frau sehr gläubig. Mhm. Also geworden. Ich war vorher nicht gläubig, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Aber meine Frau war immer sehr gläubig. Mhm. Und sie haben mir geschrieben, der Weg zu mir ist nicht weit. Und wenn du weißt, wo ich bin, würdest du nicht mehr weinen. Auch das ist sehr tröstlich. Ja. Auch das ist sehr tröstlich. Eigentlich hat deine Frau dir einen ganz großen Trost hinterlassen. Sie hat sich für die Liebe bedankt, für die wunderschönen Jahre. Sie hat indirekt zu dir gesagt, dass du dein Leben nehmen sollst und weiterleben sollst. Und nicht verzagen sollst, das hat sie gesagt. Ja. Weißt du, noch einen Satz zu deinem Sohn. Wenn du ein gutes Verhältnis zu dem Sohn hast und die jungen Leute ein bisschen anders da im Haus sich verhalten, vielleicht nicht immer die Tür richtig abschließen oder kehren oder weiß ich was, sei mal ein bisschen großzügiger. Mach dir keinen Ärger wegen so einem Kleinkram. Das ist es gar nicht wert. Ich bin leider anders erzogen worden. Ich höre es ja an der Stimme, du bist ein Rheinländer. Ja. So, ja, und wir können 5 auch mal gerade sein lassen. Ja, so. Das meine ich, ja. Gut. Jetzt hast du mir gerade gesagt, dass du ein bisschen Medikamente bekommst von deinem Arzt. Ja, ich bin Rheinische Kliniken in Bonn. Und ich habe da einen ganz tollen Arzt, der Dr. Sternzimmerer. Ja. Der hilft mir, wo er kann. Ich war heute auch da. Sehr gut. Das heißt, du bist ärztlich schon mal gut versorgt. Ja, wir können eigentlich. Hans, wir gucken jetzt mal. Du bist im Bonner Raum, wohnst du, sagst du? Bonner Raum, Bornheim. Ja, okay.
Wir gucken mal, vielleicht finden wir für dich in deiner Nähe eine Trauergruppe. Würdest du da mal hingehen? Ja, gerne. Gerne, gut. Dann werden wir jetzt mal uns schlau machen. Ich bin sicher, dass wir da in dem Bereich was finden. Da kommst du ein bisschen unter Leute. Und zwar unter Leute, die auch das Gleiche erfahren haben wie du, die auch alle sehr traurig sind. Und gemeinsam kann man das alles schon besser ertragen. Ja. Denke an die schöne Zeit, die du gehabt hast. Und denke, was deine Frau gerne möchte. Ja, das stimmt. Das stimmt. So, lieber Hans, jetzt bitte ich dich aufzulegen und dann abzuwarten. Das kann noch eine Weile dauern, aber auf jeden Fall in der nächsten halben Stunde ruft dich meine Psychologin an und die schaut mal wegen der Trauergruppen, okay? Ja, also ich möchte mich im Voraus schon mal herzlich bedanken bei Ihnen. Sehr, sehr gerne. Also das war heute Abend, das war irgendwie beruhigend. Dankeschön, ja? Sehr, sehr gerne. Ich wünsche viel Kraft und alles Gute, Hans. Dankeschön. Tschüss. Ja. Tschüss. 1:37 haben wir und ich möchte euch jetzt gerne etwas Näheres sagen zu unserem Thema nächste Woche. Also ihr habt ja nun abgestimmt darüber mit einer überwältigenden Mehrheit, welches Thema wir nächste Woche machen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und das Thema heißt, mit 54,1% habt ihr abgestimmt, das Thema heißt weibliche Sexualstraftäter. Und ich möchte gerne nächste Woche mit Menschen sprechen, die von Frauen sexuell missbraucht wurden. Also zum Beispiel von der eigenen Mutter, einer Erzieherin, einer Nonne, einer Vorgesetzten. Und ich möchte auch gerne mit Täterinnen sprechen. Wie seht ihr eure Tat? Vielleicht liegt die Tat lange zurück, vielleicht bereut ihr die Tat. Seid ihr angezeigt worden? Wart ihr im Gefängnis? Wie ist eure Position und eure Meinung zu dem, was ihr getan habt? Weibliche Sexualstraftäter, unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt gerne per Mail euch schon anmelden unter domian@wdr.de oder Mittwoch vor der Sendung und während der Sendung anrufen. So, jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht und hier ist Benny und Benny ist 29. Guten Morgen, Benny. Schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Benny. Hallöchen. So. Also, ich rufe an, bei mir ist das so, ich habe vor längerer Zeit mal eine Sendung von dir geschaut und da hat ein Herr angerufen, der hat gesagt, er hätte sich im Motorrad verliebt. Genau, genau. Daran kannst du dich noch dran erinnern? Natürlich. Ja. Diese Sachen erinnere ich mich besonders gut, ja. Der war objektsexuell bezogen und hat sich in sein Motorrad in der Tat verliebt, ja. Genau, hat sich in sein Motorrad verliebt. Mhm. Und da wollte ich einfach zu sagen, da hat mir deine Ansicht, die du dazu hattest, hat mir irgendwie nicht gefallen. Also da war ich wirklich erstaunt über die Ansicht, die du dazu hattest, wo du gesagt hattest, früher hätte man dich dafür weggesperrt, aber ist ja nichts Schlimmes, so ist was ganz Normales eigentlich. Und das hat mich, vom Weltbild hat mich das einfach gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Also dass man so etwas, wo man, sage ich mal, eine Alkoholsucht, wo man eben eine Drogensucht, eine Spielsucht, als krankhaftes, sage ich mal, Denken, dass man ohne Tabletten, sondern das kann nur der Mensch selber von sich entscheiden, ob ich damit aufhöre oder nicht, das wird behandelt. Aber das ist doch für mich genau das gleiche Bild, ist für mich doch krankhaftes Denken, das aus deinem Kopf musst du rauskommen. Aber Benni, weißt du, genau so haben die Leute vor 30, 40 Jahren, manche heute leider immer noch, auch über Schwule gesprochen. Mhm. Weißt du? Natürlich haben die auch, also... Was empört dich denn an dieser zugegebenermaßen sehr ungewöhnlichen Form der Sexualität, die ja auch eine Mini-Promillzahl im Kaleidoskop der Sexualität ausmacht? Was empört dich daran so? Oder was schockiert dich daran so? Dass ich so etwas, er hat ja selber gesagt, man tut damit niemanden. Aber ich finde, er tut damit etwas, er geht damit raus, erzählt, dass ich das überhaupt mitbekomme, das hat mich wirklich, also ich fand es für mich persönlich schockierend, so wo ich mir sage, es gibt wirklich Menschen, die haben wirklich sehr krankhafte Neigungen, ja, aber die
werden wir heute, sage ich mal, in dieser Welt, sehen wir die irgendwie als normal. Und das ist etwas, wo ich sage, das kann doch gar nicht sein. Ja, aber dass weißt wir du, da hingehen und den Menschen... Man muss ja vorsichtig sein, finde ich, mit dem Wort krankhafte Neigung. Wir haben ja, du bist 29 Jahre alt. Das heißt, du hast das ja auch schon mitbekommen, so in den letzten 10, 15 Jahren, wo du so die Welt bewusst beobachtest, wie facettenreich Sexualität ist. Ja, und wenn etwas auftaucht, was nicht der Norm entspricht, normal ist es nicht, das ist völlig klar, es ist eine Randerscheinung. Und entscheidend ist ja wirklich immer, wenn die, ich habe ja hier in dieser Sendung oft schon mit objektsexuellen Menschen gesprochen, die alle hochseriöse Interviewpartner waren übrigens. Wenn diese Menschen sagen, es ist unser Weg, ich schade weder mir selbst, ich bin glücklich damit, noch schade ich anderen Menschen. Mhm. Was wollen wir darüber moralisch urteilen? Also ich urteile bestimmt nicht über den Menschen, sondern ich nehme mir persönlich das Recht raus, um zu sagen, ich verurteile dein Verhalten. So wie ich verurteile ich einen Kinderschänder. Den verurteile ich. Du hast diese Neigung, die ist einfach, indem man... Natürlich Wir müssen gleich mal stoppen. Das kannst du nicht miteinander vergleichen. Jemand, der seine Mutter... Natürlich, das will ich auch gar nicht vergleichen. Aber ich will die Art, die im Kopf passiert, ja, das ist etwas für mich etwas, nicht, das sind Welten, das sind zwei ganz andere Unterschiede, aber trotzdem ist das für mich, was im Kopf passiert, krankhaft. Ja, du sagst. Das sind Dinge, nur weil der Herr, der da war, niemanden Schaden zufügt, wir das doch nicht als sagen können, ja gut, dann mach es doch einfach, ist so wie, naja, ist nichts Besonderes. Ja. Aber es muss etwas Besonderes sein, denn ich für mich persönlich, ja, finde ich das. Ich fand das auch. Aber ganz wichtig, Benni, ganz wichtig ist dein Satz, wenn du sagst, für mich, du sagst immer, ich habe das empfunden, für mich persönlich. Das mag ja so sein, dass ich das schockiert habe, aber kannst du nicht die Toleranz aufbringen, dass ein Mensch, ein seriöser Mensch sagt, das ist meine Form, meine Sexualität zu leben? Welche Sexualität hast du, wenn ich fragen darf? Wie bist du gestrickt? Ich bin normal hetero, also ich bin normal Frau, also ich habe. Okay. Nicht, aber eben, bei mir ist das, was ich dann sage, natürlich kann ich zu dem Mann sagen, klar, sollen wir das alles tolerieren. Was ist das Gegenteil? Was wäre dir wünschenswert? Nämlich diesen Menschen sage, hören Sie mal, Sie sind pervers, gehen Sie zum Sexualtherapeuten. Das wäre doch anmaßend. Das ist doch nicht. Ich finde, das kann doch niemals anmaßen. Guck, ich fand sogar, da mag sein, aber die Conchetta Wurst, ja, die den Eurovision Song Contest gewonnen hat, die hat doch nicht den Eurovision Song Contest gewonnen, weil sie die beste Sängerin da war. Mhm. Es ging doch um was ganz anderes, um das Tolerieren, diese Art und Weise, wie sie da rumgelaufen ist. Ja, das ist doch gut. Oder ist es auch nicht gut? Das ist auch nicht in Ordnung. Das fand ich überhaupt nicht in Ordnung. Ja, aber jetzt sind wir aber im Randbereich. Tolerierst du nur deine Form der stinknormalen Heterosexualität? Überhaupt nicht. Lass die anderen Menschen doch ihr Ding machen. Natürlich. Was regst du dich auf, wenn ein Typ sich als Frau verkleidet und einen Bart trägt? Er schadet mir. Warum? Er schadet den Kindern draußen. Man redet darüber, dass Bushido, sage ich mal, die ganze Jugend ja verseucht mit irgendwelchen komischen Rap-Dingen. Aber der ist keine Frau, kein Mann. Den nehmen wir aber als normal hin. Benni, das kann doch gar nicht sein. Weißt du was, die Kinder, das schadet nicht den Kindern, die Kinder lernen, dass es eben auch so eine Variante des Lebens gibt und der Sexualität. Und genau das ist richtig und das sollte man den Kindern in der Schule auch beibringen. Dass es nicht nur Mann, Frau gibt und Hetero und Homo und so die klassischen Raster, sondern dass es eben auch viele, viele Facetten gibt. Sei doch mal ein bisschen toleranter Mensch. Es gibt doch nur diese eine Facette. Es gibt nur diese eine Facette, die ist Mann und Frau. Ja, okay. Ja, die Diskussion wollen wir jetzt noch nicht führen. Das ist doch albern. Das ist doch nicht albern, du. Dann diskreditierst du jeden Homosexuellen und Bisexuellen. Ich kenne Homosexuelle und ich komme mit jedem Homosexuellen gut klar. Das ist ja beruhigend. Aber für mich,
für mich sind die Neigung, diese, das, was er im Kopf hat, sind das für mich falsche Gedanken. So, das darf ich auch aussprechen. Die kannst du auch sagen. Die kannst du für dich. Ja, aber da kannst du keinen anderen mit angreifen. Das kannst du für dich so sagen. Nein, ich greife die nicht an, aber ich finde es, dass wir in einer Welt leben, wo wir anfangen, Dinge zu tolerieren, ja, wo wir uns, das ist ein Bergableben. Das ist nicht bergauf. Man meint, man ist mit dieser Toleranz, sag mal, bist man du, bergauf. Bist du damit geht man nicht bergauf. Bist du bei den Zeugen Jehovas oder bist du fanatischer Christ oder was? Nein, ich bin gar nichts. Ich bin ein Mensch. Aber du redest fast schon so. Nee, ich habe einfach normale im menschlichen Gedanken. Ich finde das unnormal, was du redest. Ich finde das sehr eingegrenzt und sehr diskriminierend anderen Menschen gegenüber. Ich finde jeden, der, sage ich mal, Mann und Frau dieses Sexualität hat, der toleriert zwar, sage ich mal, das andere, aber innerlich wird er immer merken und denken, das ist falsch. Das ist ein normales Mensch hat. Nein, das ist nicht normal. Das kann man nicht ändern. Das geht nicht. Nein. Aber so, wenn du so denkst, diskriminierst du Menschen, die anders gestrickt sind. Und das ist das Schlimme daran. Nein, ich, du kannst, keine, so wie du drauf bist, doch, trittst du niemals Menschen, die anders gestrickt sind, trittst du niemals neutral und tolerant gegenüber. Du hast immer den Hass im Kopf. Nein, ich habe überhaupt, also Hass habe ich gar nicht. Das ist für mich, also Hass, ich urteile über keinen, das ist kein Urteil, das ist nicht etwas, wo ich sage, Benny, du bist ein schlechter Mensch. Ich höre gerade, Benny, ich höre gerade aus meiner Regie eine sehr interessante Information. Ja. Du hast dich hier bei meinen Kollegen als Schwuler gemeldet. Ich habe das extra gemacht, weil ich wollte einmal in deine, ich habe das einmal gemacht, ich habe jetzt schon zum bestimmt 7., 8. Mal habe ich angerufen wegen dieser Sache. Ja. Ich bin nie durchgekommen und ich habe mir einmal gesagt, vielleicht komme ich mit einer anderen Sache durch, die vielleicht nicht gerade richtig ist, aber also, ich wollte trotzdem mal dieses Bild. Also, wollte ich mal reinsetzen. Sag mal, Benni, ich will dir sagen, wenn du das gleich so gesagt hättest, kommst du ja immer durch. Wir reden hier sehr gerne kontrovers. Da muss man nicht faken und lügen. Wie gesagt, ich habe es 8-mal probiert, einmal nicht gemacht. Jetzt bin ich dabei bei dir. Da ist es vielleicht auch ein Zufall. Kann auch sein. Aber ich habe ja, wie gesagt, man hat ja auch irgendwo eine Struktur. Das war meine Struktur. Kann sein, dass es falsch ist. Aber wie gesagt, ich verurteile nicht. Ich verurteile das nicht. Aber du verurteilst nicht, aber du findest es scheiße. Auf den Nenner kann man es bringen. Aber ich würde doch, das ist doch etwas Normales, etwas für mich ganz normale Gedanken, die man hat. Nein, ich finde deine Gedanken zum Beispiel nicht normal. Ich finde deine Gedanken sehr bedenkenswert und fast schon schockierend in der heutigen Zeit, dass ein junger Typ so redet. Weil du intolerant bist, weil du Menschen beleidigst, weil du Menschen diskreditierst. Und ich möchte in einer freien und toleranten Gesellschaft leben. Und wir alle haben lange dafür gekämpft, dass das einigermaßen funktioniert. Das hat doch nichts mit Kämpfen zu tun. Es gab noch Gesetze, die sind noch gar nicht so alt, wo Homosexuelle noch halb mit dem Bein im Gefängnis standen. Das ist ja was komplett falsch. Das Gefängnis, das ist doch etwas, aber es ist doch so, diese Welt, wenn wir uns die angucken, ist die krank. Wir reden hier nur über Sexualität. Das ist für mich eine kranke, sexhaftige Welt. Und jeder, ob man mit allen möglichen Menschen Beruhig dich mal. Da muss man doch nicht tolerant werden. Da muss man doch nicht sagen, das ist tolerant. Doch. Das ist doch, also ich das wollte, hat nichts mit Toleranz zu tun. Benni, beruhig dich mal. Ich wollte dir gerade ein bisschen entgegenkommen, indem ich dir sage, ich finde auch, dass die Welt viel zu sehr sexualisiert ist. Da sind wir einer Meinung. Lass mich ja bitte ausreden. Da sind wir einer Meinung. Aber wir reden jetzt im Kreis. Wir vertreten komplett andere Meinungen. Ich vertrete die Meinung der Toleranz, dass jeder Mensch nach seiner Fasson glücklich werden soll. Und du vertrittst die Meinung, dass die Leute so glücklich werden sollen, wie du es gerne hättest, nämlich heterosexuell. Und das ist hier nicht unser Ding. Ich glaube, wir können nicht mehr weiter diskutieren. Wir haben alles ausdiskutiert. Ich akzeptiere das, was du sagst. Wir haben ja offen gesprochen und wir beenden das Gespräch, okay? Ja, aber das ist doch etwas, das wenn Sie das natürlich dann beenden möchten. So, Benni, wir haben jetzt 12 Minuten gesprochen. Das ist schon sehr lang für ein Gespräch in der Sendung. Das ist schon richtig. Okay? Ist schon richtig. Du hast ja deine Meinung sagen können. Und
Aber ich wollte lassen das wir es einfach sagen. So stehen. Für mich ist das etwas ja, so du hast es jetzt schon zehnmal. Ja, klar, das hast du jetzt schon zehnmal gesagt. Eine schöne Grüße geht an meine. So, jetzt habe ich ihn rausgeschmissen. Diese Grüßerei, das ist nun genau nicht das, was ich hier hören will. Nilgün. Nilgün, ja. Ja, entschuldige. Grüß dich, das war ja heftig, ja. Also das erinnert mich irgendwie an das Dritte Reich und so. Furchtbar. Und so ein junger Typ, das ist ja wirklich schrecklich. Ja, ja, noch dazu. Aber gerade wenn wir unter den jungen Menschen noch sowas haben, das ist... Nilgün, ja. Der Name klingt türkisch. Es ist türkisch. Rufst du zu Erdogan an? Gegen, ja. Ja, also zu dem Thema an. Ja, ich finde es eigentlich traurig, dass ich bis jetzt die Einzige bin, die durchgekommen ist. Weil ich wundere mich auch total. Ja. Das, genau, aber das glaub mir, das ist, bis man bei dir durchkommt, das ist schon, mein Finger tut weh. Egal. Umso besser, dass du jetzt hier bist und wir haben jetzt auch Zeit zu reden noch. Ja. Wie siehst du diesen Besuch in Köln? Fatal. Fatal ist es, es ist provozierend, es ist aber nicht nur fatal, dass er hierher kommt, dass die ganze Welt nichts Politiker meine ich damit, nichts gegen ihn unternimmt. Ich meine, was erwarte ich dann von der deutschen Regierung, die ohnehin mit China ohne weiteres Geschäfte macht und so weiter. Ganz lapidar, wenn die Dame Merkel nach China fährt und dann beiläufig ganz lapidar mal Menschenrechte erwähnt und dann natürlich Milliarden von Geschäften macht, kann man natürlich von ihr nicht erwarten, dass sie dann irgendwie gegen Erdogan was ja, ich glaube nicht, dass Frau Merkel gerade eine Freundin von dem türkischen Ministerpräsidenten ist, aber was glaubst du, wie er sich hier zeigen wird morgen? Ich wollte schon sagen, wie er sich aufführen wird, aber das sage ich mal nicht. Ich sage, was glaubst du, wie er hier sprechen wird? Naja, seine Anhänger sind ja, muss man sagen, das ist aber nicht abfällig gemeint, sondern Tatsache, Fakt, sind ja wenig gebildete Menschen. Ja, er weiß, wie er sie zu fassen bekommt, mit welcher Sprache er sie zu fassen bekommt. Man kennt das hier in Deutschland, aus Bayern zum Beispiel. Er weiß, sie zu fassen. Es ist ja so, dass er seine Kommunalwahlen ja auch so gemacht hat, dass er dann die Provinzen an die Städte gebunden hat, damit er dann mehr Wähler hat, also Dörfer und das weiß ich was. Er hat ja bei dem letzten Besuch in Deutschland auch sehr gehetzt. Ja, und hat nicht dazu beigetragen, dass ein gutes Miteinander zwischen türkischstämmigen Menschen und Deutschen besteht, sondern er hat letztendlich gespalten, das kann man ja sagen. Ja, er hat ja auch gesagt, dass man nicht unbedingt die deutsche Sprache beherrschen muss. Er hat ja gesagt, dass also die türkische Sprache in erster Linie wichtig ist. Aber das sind, wie gesagt, seine Anhänge. Es ist fatal, was in der Türkei passiert und es kommt hier in den Nachrichten wirklich nicht raus. Es wird so erwähnt, es wird mir gesagt, es wird ihm unterstellt und so weiter, obwohl durch Twitter, durch Facebook, durch YouTube alles belegt ist, ja. Familie, es braucht eine einzige Toilette, öffentliche Toilette in der Türkei eröffnet werden. Er bzw. seine Familie ist da drin beteiligt. In Soma, was passiert ist, diese Menschen, diese Geschäftsführer, die dort jetzt festgenommen worden sind, glaube mir, es wird nach diesen Präsidentschaftswahlen dann sie sofort wieder freigelassen, weil in Soma hat er ja auch Anteile mit drin. Ja, ja. Also man muss dazu sagen, dass das ein milliardenschwerer Geschäftsmann auch ist. Natürlich ist und, er das. Ich fand übrigens ungeheuerlich, dass der türkische Außenminister, dessen Namen ich gar nicht weiß, heute sich darüber aufgeregt hat, das muss man sich mal vorstellen, der regt sich darüber auf, dass hier in Köln die Gegendemonstrationen gegen Erdogan stattfinden und ist empört darüber, dass die deutsche Regierung das nicht verboten hat. Hallo, Herr Außenminister, wir leben hier in einer Demokratie, im Gegensatz zu Ihnen in der Türkei. Hier darf man auch gegendemonstrieren und das gehört auch zum guten Ton unseres Landes dazu. Naja, ich meine, jede einzelne Demonstrantin und Demonstrant in der Türkei ist ohnehin für ihn schon Terrorist. Es sind ja keine Demonstranten. Die werden niemals so bezeichnet von ihm. Es sind alles Terroristen. Und jeder einzelne, der gegen ihn hier auf die Straße geht, das darf nicht sein, weil in der Türkei passiert das ja auch nicht oder darf ja sowieso nicht passieren. Wie kommt man, dass man gegen Erdogan ist? Kannst du dir das vorstellen? Er hat zwei wichtige Freunde, politische Freunde. Das sind keine politischen Freunde aus der arabischen Welt. Es ist der Putin und es ist Berlusconi. Ja, das sind die richtigen. Putin hat er dann politisch unheimlich gern oder Putin hat ihn sehr gut beeinflusst. Und Berlusconi, was Medien und Presse betrifft. Du bist eine sehr engagierte Frau, höre ich. Wirst körperlich leider nicht mehr. Ah ja.
Das heißt, du kannst nicht demonstrieren morgen in Köln? Doch, doch, ich gehe hin. Du gehst hin? Ja, ich bin zwar gehbehindert, aber ich gehe mit Freunden hin. Ich gehe wahrscheinlich, bei den Demos kann ich nicht lange mit teilnehmen, aber auf jeden Fall bei der Kundgebung. Mhm. Kann man sagen, du hast wahrscheinlich das Ohr viel besser an den türkischstämmigen Menschen hier in Deutschland, dass die überwiegende Mehrheit der Türken, die in Deutschland leben, gegen ihn sind? Ja. Ja, er hat zwar sehr viele Anhänger hier, das ist keine Frage, aber das ist die erste, zweite Generation, die nach Deutschland kam. Die jungen Leute natürlich nicht. Das wird immer weniger. Er hat auch noch sehr viele Anhänger, aber ich kann dir nur sagen, er hat nur dort bei den jungen Menschen Anhänger, die hier nicht integriert sind. Ja, das sind meistens die männlichen. Ja, es ist immer noch ist Twitter verboten, YouTube ist verboten. Ja, obwohl das aufgehoben worden ist, durch das Gericht, aber es geht bei ihm am Arsch vorbei, entschuldige bitte. Es gibt kaum ein Land in der ganzen Welt, habe ich neulich gelesen, wo so viele Journalisten inhaftiert sind, weil sie nicht im Sinne der Regierung geschrieben haben. Es sind Journalisten sitzen seit Jahren, seit 5, 6 Jahren ohne Anklage bis jetzt. Mhm. Es sind ja nicht nur in Anführungszeichen Journalisten, es sind Staatsanwälte, es sind Universitätsprofessoren, es sind Ärzte, bei den Demos dürfen Ärzte nicht mehr Demonstranten behandeln. Ärztliche Sorgen. Erklär uns. Anwälte dürfen nicht vertreten. Anwälte werden eingesperrt. Ja. So. Anwälte werden eingesperrt. Erklär uns bitte. Die Türkei ist ein großes, stolzes Land. Warum schafft es niemand aus der Opposition, mehr Land zu gewinnen und sich in den Vordergrund zu stellen? Erstens ist die Opposition sehr schwach. Zweitens hat Erdogan so viel Geld, dass er jeden kaufen kann. Im Übrigen ist es so, dass die Türkei niemals demokratisch war. Er hat es aber sehr, sehr subtil geschafft. Früher hatte leider, in einem demokratischen Land darf das auch nicht sein, hat die Armee Macht gehabt. Nun hat er in diesen zwei Legislaturperioden es geschafft, dass er viele, viele Generäle eingesperrt hat, viele Offiziere eingesperrt hat. Es ist nicht mehr Armeestaat, weil die Armee konnte alle 10 Jahre putschen und nun Tausende von Studenten umbringen. Ja? Inzwischen hat er es so gemacht, dass die Armee, die meisten Generäle sitzen in den Gefängnissen. Er hat aus der Armeegesellschaft, hat er jetzt Polizeimacht gemacht. Ja, ich verstehe. Polizeimacht. Liebe Nilgün, die Sendung ist rum. Ja. Ich freue mich, dass du noch zu Wort gekommen bist. Und wir beide, glaube ich, hoffen, dass morgen die Demonstrationen friedlich hier verlaufen, dass es zu keinen Ausschreitungen kommt. Weißt du, ich muss das noch mal kurz loswerden. Meine ganze Familie ist politisch. Meine Mutter wurde, obwohl sie die ersten waren, die nach Deutschland gekommen sind, nichtsdestotrotz, meine Mutter saß in der Türkei im Gefängnis. Mein Bruder saß in der Türkei im Gefängnis. Ich saß hier beim Konsulat. Im Konsulat saß ich eingesperrt 2 Wochen. Ich verstehe. Jetzt muss ich aber wirklich schon mal, weil die Sendung gleich vorbei ist. Vielen Dank. Und alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Tschüss. Ja, ciao. Danke dir. Tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier. Das war's für diese Woche von uns. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Wir hoffen in Köln, dass es ein friedliches Wochenende wird. Und wir sehen uns wieder, hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.